Moin Moin und willkommen zurück bei Enshrouded in der Demo. So rein von der Welt her glaube ich tatsächlich, dass wir die wichtigsten Dinge, beziehungsweise ich will jetzt nicht sagen alles, aber alle besonderen Ortschaften etwas genauer erkundet haben und soweit schon durch sind jetzt. Entsprechend können wir die letzten 2,5 Stunden, zumindest ein Teil der letzten 2,5 Stunden, jetzt entspannt fürs Bauen verwenden. Ich hatte mich da ja noch ein bisschen vorgedrückt, weil ich jetzt noch nach Möglichkeit möglichst viel von der Welt sehen wollte, aber sie ist uns ja eingeschränkt. Oh, das Wichtige haben wir schon gesehen. Ich habe jetzt natürlich noch nicht in die Richtung geguckt, ob jetzt irgendwas noch im Süden gibt. Mal abgesehen davon, wo wir ursprünglich mal hergekommen sind. Das können wir mal machen. Wie weit wir hier wohl kommen? Ich nehme nur ein paar Sachen mit. Dann können wir danach gemütlich bauen. So ist es nicht. Tatsächlich noch was. Ha! Was ist das? Was da Demo-Ende? Was ist das denn hier noch? Komm ich da rein? Jetzt wird's spannend. So das Gefühl, jetzt kämpft er damit. Okay, ich glaube, das Spiel ist dagegen. Jetzt habe ich hier Stein rausbekommen, ne? Machen wir das doch mal so. Hammer unnötig, ich geb's zu. Mich würde auch allgemein mal interessieren, ob man die Dinge abbauen kann. Ausdauer leer. Schön, dass ich treffe jetzt gerade so den Stein und die Tür. Meine Spitzhacke ist auf jeden Fall gleich kaputt. Das ist ja spannend. Schade. Das ist das böse Demo-Gebiet. Das Wolfsfleisch braten, ne? Let's go! Wir werden ja zurückgesetzt, das habe ich ja mittlerweile gecheckt.
Hä? Wurde ich das letzte Mal nicht nach Hause zurückgesetzt? Ha! Ja, ist in Ordnung. Wir müssen auf jeden Fall so oder so Dinge abbauen. War ich da schon drin? Ich brauche nämlich ordentlich Steine, wenn ich hier nochmal ein bisschen was bauen möchte. Auf jeden Fall würde ich gerne mal probieren, ob wir es hinkriegen, mit dem zweiten Stockwerk zu arbeiten. Ich würde gerne einmal schauen, ob man... ob wir Felder anlegen können. So einige tolle Dinge, aber ich weiß halt, dass ich nicht so viele Steine habe. Das heißt, ich müsste eigentlich damit anfangen, Steine abzubauen. Da haben wir hier unseren Kandidaten. Auch da, ich habe ja gesehen, ich kann mit dem hier Terraforming Tools, die der Bauhammer mit sich bringt, ja durchaus auch abbauen. Oh, kann ich die Sachen fliegen lassen hier? Eine fliegende Base bauen. Aber vom Gefühl her kriege ich mit der Spitzhacke halt deutlich mehr Materialien raus. Haben wir jetzt schon ein Stack Steine. Auch sehr schön. Natürlich wäre mit Holz bauen auch nicht schlecht. Beziehungsweise ich würde auch gerne mal mit Miasma-Holz was bauen. Einfach nur, damit ich die Bauelemente gesehen habe. So, Ausdauer. Mach mal Ausdauer voll. So voll voll. Naja, sehr schön. Sogar Steine kloppen hat was Entspanntes an sich. Das ist schon cool. Ich dachte, wir haben Stacksteine, aber das stackt auf mehr als 50. Viele unserer anderen Sachen stacken irgendwie nur auf 50, also nur in Anführungszeichen. 50 ist immer noch eine gute Menge. Das reicht erstmal so.
So, das hier draußen ist ja verwitterter Stein. Das muss nicht unbedingt sein. Wir könnten noch mal Holzscheite holen. Auch eine gute Idee. Aber vielleicht würde ich mal ein bisschen Meerstmalholz. Ich würde gerne aus diesen Meerstmalholzdingern bauen. Das wäre so eine Sache, die mich doch schon mal interessiert, wie es aussieht. Machen wir einfach. So, schön. Haben wir geklärt. So, Miasma-Holz. Bei diesem ganzen Miasma-Holz sehe ich gerade nur das Problem. Wohl nicht so viel davon. Erstmal ist das, was aus den Bäumen rauskommt, nicht so super viel wie bei den anderen. Und zweitens gibt es nicht so viele Bäume. Und ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob die hier nachspawnen. Erstmal, ne, du gibst nur Flüssigkeit, was? Nee, du gibst nur mir erstmal Flüssigkeit. Das brauche ich, glaube ich, nicht. Oder wie ist erst noch ein schicker Baum? Holz hier runtergefallen? Ja. Also haben wir einen Exierbrunnen hier, ne? Kommt mir doch erstaunlich bekannt vor. Nö, dann versuchen wir hier wieder rauszuklettern. Auch wenn es hier natürlich schon ziemlich cool aussieht. So, wollt ihr wieder raus? Ich wollte nach Hause. Ich wollte ein bisschen bauen. Aber wie sieht immer die komischen Gegner an? Hey, Typ. So, wir wollten hier raus. Kann ich aber, glaube ich, nochmal auffüllen, flammentechnisch.
So, wie komme ich jetzt hier raus? So glaube ich schon mal nicht. Was haben wir hier denn? Aha, eine Leiche. Gut. Also mal kurz Miasma-Holz holen war jetzt vielleicht eine semi-gute Idee. Auch wenn es grundsätzlich klappt. Welt, wie wollen wir nach Hause? Dann schauen wir mal. Bisschen, auf jeden Fall mehr Fläche. Die Baublöcke mache ich ja hier dran, ne? Myzelenblock. Feuer, ich kann aus Feuerstein bauen. Da will ich mal draus bauen. Mit dem ersten Holz auch. Harke. Ein Hake aus einfachen Materialien. Ein simples Werkzeug, um den Boden für anstehende Bauarbeiten zu planieren. Was? Nehme ich. Tische, Stühle, Bänke. Lichtquellen. Mir fehlt ein Glühwürmchen. Schade. Geschirr. So, jetzt will ich wissen, was dieser Hake macht. Aber damit kann ich wahrscheinlich... Also ich vermute jetzt mal, dass ich damit jetzt keine Felder anlegen kann, weil da stand jetzt kein Wort drüber. Das ist wie bei Valheim die Hake. Aha. Okay. Das ist falsch. Wir testen mal die Blöcke durch. Das ist Feuerstein. Das ist Miasma. Jetzt müssen wir mal gucken, wie ein normaler Holzblock aussieht. Wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant. Das Miasma sieht deutlich besser aus. Oh, schick. Wirklich schick. Was kann ich denn noch? Myzelenblock. Komm, mach einfach mal. Also hier der Miasma Holzblock, der sieht super geil aus. Steinschindelblock. Oh. Mit Feuersteinen noch. Okay, die müsste ich mir vielleicht nochmal holen. Aber ich glaube, da sind wir wohl erstmal leider an Stein gebunden. Davon haben wir relativ viel. Das heißt aber, wir können die untere Etage einmal ein bisschen größer machen. Steinschindel, das sieht richtig cool aus.
Aus Stein kann ich jetzt wohl bauen. Ich könnte auch noch mal in dem Holzofen gucken, ob ich noch was Cooles machen kann. Rezepte durchsuchen. Aha. Holzsäure. Teer. Dann machen wir doch mal ein bisschen Teer. So, dann... Hallo Schmied. Ich muss mich ja jetzt hier nicht an Statik halten, ne? Abflachen? Dann wird's ja mal mehr. Warte mal. Hä? Dann hacke ich das lieber weg. Ach, witzig, ich klopp auch direkt meine Steine weg. Ist okay. Separiert. Machen wir mal 5x5 als Grundfläche, ne? Also 5x5 den doppelten. Das heißt, ich mache eigentlich überall nochmal eine Reihe drumherum. Oh, da gab's Teer raus. Cool. Das tut ja schon fast nicht mehr rot hier. Ich find's auch geil, dass ich die Sachen einfach wieder kriege. Könnt ihr eine Art Veranda bauen? Das heißt, in die eine Richtung ruhig ein bisschen länger? Okay, dann ziehen wir jetzt mal. Wie eine Art Veranda mal.
würde ich tatsächlich recht viel mit Fenstern arbeiten. Da kommt dann die Tür hin. Fenster. Tür. Ah. Ach so, weil das Ding hier fehlt, ne? Was ist das jetzt? Ja, machst du. Sehr schön. Mach hier mal eine Säule. Aus groben Holzblöcken? Hm. Oh, Mist. Muss hier mit der Steuerung ein bisschen aufpassen. Ich hätte gerne mehr Holz. Gehe mal. Welches fällen? Also ich zeichne jetzt mal kurz diese Veranda da so ein bisschen an, so wie ich sie gerade in meinem Kopf habe. Oder auch nicht. Guten Tag. Da kriege ich echt nicht so viel unter, aber die kann ich ja wieder rausnehmen hier. Aha. Die nehme ich auch nochmal raus. Gut. Ich merke gerade, es ist gerade eine sehr ruhige Folge meinerseits. Aber ich bin auch schon wieder so konzentriert. Und wir sind auch schon bei einer halben Stunde. Ist nicht wahr. So zur Hölle. Liegt die Zeit immer so schlimm? Ist ja echt anstrengend. Wenn man unten Stein, wenn in der oberen Etage mit Holz arbeiten. Auch wenn natürlich rein vom Stein her Feuerstein noch ein bisschen hübscher wäre. Aber den müsste ich jetzt mir erst recht aufwendig besorgen. Das beim Holz, muss ich das jetzt sagen, das triggert mich ein bisschen zu sehr. Also ich will zwischen Stein und Feuerstein. Der Unterschied ist da. Feuerstein sieht wirklich deutlich besser aus. Zwischen dem Holz und dem Miasma-Holz allerdings ist der Unterschied wirklich so gewaltig, dass mich das normale Holz... Ne, ich muss es mal schauen, wenn es verbaut ist, aber das Miasma-Holz ist einfach geiler. So, und das mal... Achso. Nein, jetzt habe ich wieder diese Wand weggemacht. Ich versuche auch immer schön mit B. Ne, nicht mit gealtert, hier mit dem. Zurückzugehen, aber ich muss das hier mit LT machen. Hier. Gib mir mal Holzblöcke. So. Holzblöcke.
Ist nicht so geil. Mache ich doch mit einzelnen Blöcken? Ah, ich kann mich auch hochbauen. Wunderbar. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oh, zurück. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was war hier zwischen? Ja gut, eine Veranda mit Steinboden ist vielleicht nicht ganz so passend. Das machen wir vielleicht auch eigentlich mit Holzboden, aber egal. Nee, das sieht nicht so gut aus. Mach ich die Reihe lieber oben dran. Dann kommt da eine Art Dach drauf. Beziehungsweise der Pfosten wird komplett drumherum gezogen. Erstmal. So, machen wir hier nochmal Treppen dran. Nice. Kann ich hier Fenster reinsetzen? Kann ich
Können wir Fenster craften? Geteerter Schindelblock. Ach, witzig. Dadurch, dass ich diesen Teer da jetzt aufgenommen habe. Ästlich ist es nicht. Hier, Fenster. Machen wir mal. Ist die jetzt einfach da reinsetzen? Das sitzt tatsächlich drin. Oh, schick. Oh, da wird noch eine Tür. Ich hätte gerne eine Tür. Tür freigeschaltet. Nice. Natürlich müsste ich jetzt drumherum noch ein bisschen arbeiten. Die Veranda gefällt mir schon mal gut. Damit mache ich. Ich habe ein bisschen blöd gebaut. Ich hätte die obere Pfostenreihe streng genommen nicht benötigt. Weil ich die jetzt quasi eh komplett überbaue. Schön Haus auseinanderreißen. Hauptsache die Veranda sieht gut aus. Wie kann das bitte werden? Ist ja geil. Ich will nicht aufhören. Verwitterte, verwitterte.
Eins, zwei. Ich pack mal. Eins, zwei, drei. Da muss noch mal ein Fundament hin. Das ist eins, zwei, drei. Genau, ich brauche jetzt hier noch eine fünfte Wand. Da kann ich auch mal ein Fenster reinpacken. Machen wir es mal ein bisschen asymmetrisch, das passt schon. Dann können wir hier gleich nochmal einen Haupteingang quasi hinferkeln. Geht das, wenn ich zwei nebeneinander setze einfach? Nein. Ich markiere mir das aber mal so, weil dann würde ich gerne die Doppeltür ausprobieren. Hey, es ist spontan Nacht geworden. Weiter hier. So. Hier würde ich das Doppeltürkonzept wirklich sehr gerne mal ausprobieren. Ach. Und jetzt nehme ich die 2 Meter breiten Wände. Und die Treppen wieder. Aber dann kann man ruhig die 4 Meter nehmen. Das könnte man optisch nochmal optimieren. Vielleicht das Dach auf der hinteren Ecke allgemein etwas höher ansetzen. Dass ich vielleicht. Aha. Ich habe schon so ein paar Ideen.
Problem an der ganzen Sache ist, es ist von der Umsetzung her gar nicht so einfach und wahrscheinlich sehr zeitintensiv. So. Pflanzenfaser nehme ich immer mit. Also, ja, wir sind eigentlich auch durch. Wir müssen eigentlich Feier machen hier. Ich bin schon wieder viel zu lange dabei, mich hier drauf zu konzentrieren und das geil zu finden. Schrecklich, oder? Wenn man halt was einfach zu geil findet und das wirklich aufhören kann. Und ich könnte auch noch mal gut ein bisschen Bienenwachs gebrauchen. Einfach nur, um das Feuer aufzuwerten. Und theoretisch könnte man sich auch einen kleinen Keller graben. Aber das sind sehr viele Ideen, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, würde ich mal sagen. Ich brauchte doch nur noch Bienenwachs, oder? Kann es sein, dass ich die Aufwertung jetzt machen kann? Hier, guck mal, der Dachforst noch. Der sieht da doof aus. Da muss ich anders gestalten. Da fehlt mir immer noch ein Wachs. Und dafür die Miasmer sehe, das ist egal. Charakter Attributsboni 2. Ah. Egal. Wir haben beim nächsten Mal noch zu bauen. Relativ viel. Haben auch nur noch Stunde 45 Zeit. Das heißt, ich werde das Haus nicht mal fertig kriegen. Aber egal. Wir schauen einfach mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.